Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit mir. Ich bin's, JustinusLP, und wir spielen die MyClanKriegsLiga 2024 in Clash of Clans. Ich werde dir in diesem Video alle Angriffe und Highlights zeigen, so wie jeden Kriegstag analysieren. Also viel Spaß! Also, ihr wisst, was wir vorhaben. Die Clankriegsliga. Gestart. Wir starten? Ja, es ist 0 Uhr. 15 gegen 15, rein da. 15 gegen 15, einmal geguckt. Infi hat eine Speere. Rush hat eine Speere. Das heißt, Pech 30 Leute gehabt. haben wir zur Verfügung. Wovon nicht alle spielen. Anmeldung ist gestartet. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal zu der Clankriegsliga im Mai 2024. Ja, wir nehmen uns vorhin Anfang bis Ende dieses Videos Zeit, um uns erstens auf diese kommenden Tage vorzubereiten, zweitens Stück für Stück den Clankrieg zu analysieren und die CWL in mehrere Einzelteile zu zerlegen und drittens am Ende ein Fazit zu ziehen, was war gut, was war nicht so gut, was muss verbessert werden? Ja, hi Günther, hallo GFA. Schön, dass Moin. ihr beide am Start Man seid. Am hat Anfang. ihn gezwungen. Wir sind hier nicht freiwillig. Ja. Wir werden gezwungen. Gezwungen sogar. Ist ja noch besser. Ja, ich wurde So. bezahlt. Ich wurde bezahlt. Ja, was hast du denn gekriegt, mein Lieber? Dein Goldpass. Oh, unser Lineup. Bestmöglich, bin aber nur sicher, dass es nicht möglich ist, jetzt hier auf die stärkste Aufstellung zu gehen, da es sich einige Leute tatsächlich ja in so einer Abiturphase befinden, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt. Also es ist natürlich bei einigen Leuten ein dickes, dickes Fragezeichen vorhanden. Aber fangen wir erstmal mit der Grußrunde an. Ich grüße meine Wenigkeit und von oben nach unten. SF Alex, Wertmann, Yannick, Günther aus der Second Wine, Razor, Andrew, Podcast, Max, Niklas, Clash Free, Cabio, Rodi, GFA, die Katzendieb, Kubi, Teacher, Ifi, Nico, Olaf Scholz, Gandalf, Drachenschanze, Nee, Botus 04, Nupi David, Dario Gutz, Shadow, Erik, Schwertseele, Rush und Low Hands. Ja, dann lass uns loslegen. Wir spielen Kristall 1 und hoffe natürlich, ihr werdet ganz schön viel Spaß haben. Solltet ihr jetzt hier in dieser Premiere, in diesem Video dabei sein und denken, boah, ich hätte auch schon Bock mitzuspielen. Was können die Leute tun? In der Videobeschreibung mal nachschlagen. Da habe ich nämlich alles verlinkt für euch. Ihr kleine Schleckermäulchen, wir gehen rein. Während wir auf die Gegner warten, beziehungsweise auf eine Gruppe warten, GFA und Günther, gibt mal eine realistische Einschätzung darüber, wie gut sind wir vorbereitet? Was ist theoretisch gesehen in dieser Woche, die wir spielen, drinne? Also ich denke, dass wir ziemlich gut abschneiden können, weil wir jetzt auch die letzten Tage nochmal ein paar Rathaus 16er dazu bekommen haben, was unsere Chancen schon mal ein bisschen anhebt, was Verteidigung und auch Angriff angeht. Ob es ein Aufstieg wird, weiß ich nicht. Ich denke eher nicht. Kommt drauf an, wie die Gegner sind halt, ne? Und wir wissen halt von vielen Leuten nicht so ganz, wie aktiv sie sind zurzeit. Eben weil viele halt Abi schreiben oder halt andere Prüfungen haben. Weiß jetzt auch nicht bei jedem.
Da ist es halt so eine Sache, wo wir halt gucken müssen. Ja. Deswegen, wir halten uns über Discord richtig vor allem. Der letzte Klankrieg, den wir gestartet haben, das war eine Vorbereitung mehr oder weniger dazu. Es gab Leute, die haben mit der CWL-Anmeldung, die wir hier mit Daumen hoch, Daumen unten haben, in das Spiel integriert, festgestellt, es gibt einige Leute, die da gar nicht erst teilgenommen haben. Und die haben wir jetzt in diesem Klankrieg mit dazu genommen, um zu gucken, sind sie aktiv, sind sie nicht aktiv. Wir haben den Clan nochmal richtig ausgemistet. Persönlich, ich muss sagen, ich wünsche mir schon irgendwann mal einen vollen Clan. Vielleicht bist auch du der nächste Mitglied in unserem Clan. Also zu CWL persönlich würde ich auch sagen, dass wir uns hoffentlich in einem stabilen Mittelfeld halten. So Vierter, Fünfter wird schon drinnen sein, wenn alle angreifen. Und ja, also ich würde sagen, wir haben stabilere Rathäuser als letzten Monat und ja. Also ich kann auf jeden Fall gespannt sein, was hier mit der Aufstellung drin ist. Ich bin auch gespannt. Also es kann entweder komplett verkacken, wenn wir nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Aber ich denke mal, so im schlimmsten Fall belegen wir den vierten, fünften Platz. Im schlimmsten Fall. Würde ich auch mal so. Also mir ist das Ergebnis egal. Hauptsache, es ist kein Aufstieg und es ist kein Abstieg. Also, Na, das ist also mir. gegen den Aufstieg hätte ich jetzt persönlich auch nichts. Klar, wir werden dann wahrscheinlich nächste Saison fett aufs Maul kriegen. Ja, aber wenigstens einmal in Meister gespielt, weißt Ich meine, es gibt halt trotzdem wiederum mehr Medaillen. Das ist halt das Gute daran. du? Hm. Ich bin auch Da schon gebe ich dir, ja, gespannt, da wie gebe die ich dir Gruppe komplett aussehen recht. wird. Ja, ich auch. Deswegen springen wir gleich mal in die Gruppe rein. Ja, ich hoffe mal, ich hoffe, dass es halt das schnell findet. Dann können wir auch schon mal die Burgen befüllen. Ich habe schon Truppen bereit. Ich auch schon. Ja. Wir müssen auf jeden Fall, so ist es auf jeden Fall sicher, oben Anti-Wulstekriegerinnen bauen und weiter Also, unten mit Masse kontern. die Sache ist, du kannst gegen Wurzelkriegerinnen nichts machen. Also es gibt keine Base. Also, es gibt keine Base, die irgendwie eine Konter dagegen ist. Es gibt Basen, wo es schwieriger ist, aber da musst du auch nur ein bisschen gucken, von wo du angreifst und da bist du auch schon ganz schnell bei 3 Sternen. Also jetzt meine Base, die ich mir rausgesucht habe, mit viel Aufwand. Ja, also ich habe selber ein bisschen rumprobiert. Ich habe Wurzelkriegerin 2, 3 Mal drauf gespielt und es waren 3 Sterne. Also, Oh, okay, CWL ist Kacke. die Base ist natürlich nicht ansatzweise Max, weil ich ja erst auf Rathaus 16 bin, aber ja, also die Truppe ist einfach komplett broke, also. Ja. Ich finde, die haben immer noch zu viel Leben und sind sogar vielleicht noch dazu zu schnell. Ja, das finde ich auch. Aber vor allem, was Also, ich ich gemerkt meine, vom habe, Leben. Ja. Eisgulem macht das schon einen kleinen Unterschied. Wir haben Gegner Ja. gefunden. Wir blicken mal rein. Währenddessen, Günther, vielleicht machst du mal kurz die Aufstellung. So, wir gehen Ja, mal wie wollen wir die rein. Von Aufstellung haben? Das ist die oben nach Frage. unten ist der erste Clan eine 2 mit arabischen Symbolen. Also denke ich mal auch ein Zweitclan. Welchen Clan meinst du? Den ersten Gegner, den wir haben. Das ist nicht arabisch. Das ist keine Ahnung. Echt nicht? Definitiv nicht. Nee, das ist kein arabisch. Das ist keine Ahnung. Ich würde jetzt mal tippen. Russisch, maybe? Nee, das ist hier griechisch, ist Nee. das. Nein, Das das sind ist kein. Griechen. Nein, 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 nein. Der erste Clan, dieses mit dem TO am Anfang, oder was meint ihr? Ach, nee. Nee, da hat eine 2-Ziffer. Eine 2, dann Ach so.
ist Level 9. Das ist doch, das ist, meine ich, unser erster Gegner. Hast du mal den Clown, gegen den wir jetzt als erstes spielen? Ach so, ja, ah, ich bin nämlich auf die Liste. Ah, okay, ja, ich auch zuerst. Ja. Okay, ja, das ist irgendwas, glaube ich, das ist schon. 16er. 3-16er. Wir haben's. Wir haben eine. Und wir haben 3-15er. Den ersten guten Gegner. Und 3-15er. Das ist ja! Drin. Wir werden auf jeden Fall nicht letzter. Und nur 5-14er. Das ist perfekt. Ja, das ist, solchen Gegner brauchen wir. Ich glaube, die werden überrannt von uns. Also hier kann ich auf jeden Fall auf eine etwas schwächere Aufstellung gehen. Aber trotzdem gehe ich hier, so gut es geht, hier gleich. Was das angeht. Na, also. Ja. Ja, Siegesserie 1, auch gut. Gucken wir mal weiter. In Krieg 2. Was haben wir denn in Krieg 2? Du, wie willst du die Aufstellung jetzt haben? Willst du die machen, oder? Ah, zur Not mache ich sie auch gleich. Gucken wir uns die Gegner mal an. Level 20 Clan ist der hier. Aus Irak. Das ist ja mal geil. Einen Rathaus 16er. Boah. Ja, und wir nur 6-15er. Teil 1. Das ist wir haben eine gute Gruppe erwischt. Ja. Ich würde halt sagen. Justin, ich würde sagen, wir gehen halt komplett all in, holen uns den ersten Platz und dann geht's halt hoch so. Ja, würde ich auch versuchen. Okay, also ich habe bis jetzt einen schweren Gegner habe ich gefunden bis jetzt. Aber das ist ja, jetzt wir gehen ja der Reihe nach. Krieg 3 und auch wenn meine Finger auf die richtige Taste klicken, es wird an 1 durch das Anzeige-Bug mir die falsche Nummer reingedacht. So, Mortal Kombat. Oh, der ist ein bisschen schwieriger schon. Keine Ahnung, aus welcher Region der Clan kommt. Ich gehe mal aus dem Osten. Vierer Siegesserie. CW-Lok, die haben schon mal frische Luft tanken dürfen in der Meisterliga. Ja, die sind nicht schlecht unterwegs. Ja, da muss ich auf jeden Fall sagen, haben wir auf jeden Fall, denke ich mal, eine stärkere. Ich weiß jetzt nicht, wie es bezüglich einen Yannick aussieht oder einen anderen, der jetzt gerade so ein bisschen. Da muss ich halt gucken, wie ist es möglich mit den einzelnen Leuten. Ich würde Yannick auf jeden Fall im ersten Krieg rausnehmen. Ja, aber auf jeden Fall, ich sag so, wie es ist. So unrealistisch, wie das Ganze hier aussieht, ist es gar nicht. Die Gruppe ist gar nicht mal so schlecht bisher. Krieg 4, meine Leute. Gegen Fabi Irak. Und ja, ich spreche das A mal mit. Das ist viel besser auszusprechen. FBI. Die haben nur 2-15er. Ja, und die haben aber mindestens 13er. Auch gut! Boah, die haben sogar 9er und 10er. Ja. Wie sind die in Kristall? What the fuck? Okay, krass. Naja, das Ding ist, wenn du nur die besten Leute aufstellst, dann bringen die 9er da nix. Ja. Also das wird auf jeden Fall ein dickes, fettes Rennen. Oh. Und stimmt, Leute. Was wir noch nicht berücksichtigt haben, nur der erste Platz kann aufsteigen. Das ist, ich habe einen Clan gefunden. Das Ding ist, ein zweiter Platz ist auch ein richtig guter Erfolg für uns. Geben auf, Krieg 6. Ich gehe da gleich rein. Erstmal Krieg 5. Krieg 6 wird der schwierigste. Ja. Level 20 Clan. Das ist dieser hier. 3-16er. Was sagt ihr dazu? Ja. Wird überfahren. Das ist perfekt. Also bislang, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Irgendwie auf der einen Seite, ich bin froh, auf der anderen Seite erstaunt.
So, Krieg 6. 5 16er. Nee. Auch machbar. Auch machbar. Also bislang sind sie alle machbar. Krieg 6. Bari Kitty. Ja, die sind schon schwerer. Ja. Definitiv. Ja, das ist korrekt. Wir können aber trotzdem, was Aufstellung angeht, denke ich mal, gleichziehen. Wir können gleichziehen, das stimmt. Wir können ausgleichen. Ja. Definitiv. Die Frage ist natürlich nur, wird der Clan aktiv genug sein, um das Ganze herauszustehen? Nee, Rathaus 15er sehen wir nicht so gut aktiv aus von den Gegnern. Von Antibag 6. Das stimmt. Jetzt nochmal zu unserer Ausstellung. Wir haben potenziell das. So, Startaufstellung. Ganz, ganz wichtig. So, Alex, Yannick ist raus. Ich, Blattman, SF. SF, den nehme ich auch mit. Günther, du bist drinne. Ich würde hier tatsächlich noch den Max nehmen. Podcast. Reza raus. Stack and Urain raus. Wie viele 15er waren das? Mit Max sind wir, glaube ich, 2 Stück. Dann ja, Podcast und Max, ja. Ja. Gut. Katzendieb raus. TJ würde ich sagen, raus. Clash Freak, QB war geil. Fabio raus. Niklas rein. GFA rein. Und dann würde ich jetzt noch 3 13er spielen wollen. Also willst du Rudi draußen lassen oder? Ja, zur Not nehme ich ihn auch mit. Scheiß drauf, okay. Wir nehmen ihn rein. So, aber 2 13er habe ich auf jeden Fall hier safe. Wer ist denn von den 13ern am aktivsten, würdet ihr einschätzen? Also Shadow hat halt immer gute Angriffe gemacht, würde ich sagen. Lass mal schauen. Ja, und? Also Erik City sehe ich ganz oft Truppenanfragen auf jeden Fall. Mhm. Also Nico fragt halt auch oft an. Shadow macht gute Angriffe. Also ich würde sagen, so drin lassen. Sind ja jetzt schon gelistet. Auch halt also einen der anderen. Ja, ich würde Shadow und Erik drin lassen. Ja, auch mal. Eine dritte Person brauche ich. Ja, dann nimmst du Nico. Ja. Gut. So, gut, dann beginne ich mal mit dem Befüllen. Ja, du hast einen Plan, was wir machen? Ich mache das überall rein, was halt da steht, hauptsächlich. Also wir wollen natürlich oben mit viel Eisgolems auch arbeiten. Masse Eisgolem. Wir müssen irgendwie diese Wurzelkriegerinnen. Wenn wir das schaffen, dass die Gegner gegen unsere Dörfer so richtig verzweifeln, können wir sogar um einen Aufstieg mitspielen. Ich mache jetzt beim Alex, mache ich 2 Eisgolems, ein Headhunter, Rest Bogies. Perfekt. Das mache ich bei den 16ern generell so rein. Ja. Mach mal bei mir den Eis. Ich habe bei mir jetzt den Eisgolem weggemacht. Der passt da irgendwie nicht so. Ich finde, das passt da nicht rein. Willst du lieber einen Headhunter? Ja, Super Minion. Hast du deine Clanbox schon verbessert, Günther? Nee. Könntest du rein rechnerisch Max Bookies kriegen? Ja. Gut, dann lösche ich mal kurz deine Burg und lasse dir gleich mal Max spenden. Das Ding ist, wir gehen jetzt hier erstmal auf Level-Vorteil. Ja, ich bild mal weitere Superlacken. Das ist eine wilde Spendenanfrage von Podcast.
Einmal bitte vorlesen. Wer kann das denn bitte von euch beiden lesen? Jeha. Jeha. So. Max will Bogies, Max kriegt Bogies. Ja, da müssen wir noch ein bisschen gucken, dass wir mit Hexenhättern dann was machen können. Auch das Bild nochmal. Eisgolems aus. Gut, hier nehmen wir mal den raus und versuchen das Ganze gut zu machen. Ich hau da jetzt einen Trank rein. Mach das. Was willst du jetzt eigentlich noch drin? Willst du da jetzt noch einen Eisgolem? Ja, natürlich. Mach rein. Okay. Er ist drin. So, Clash Freak. Da haben wir noch Bogies rein. Nehmen wir mal eine E-Titanen gegen. E-Titanen ist auch sehr, sehr stark. Ja, können wir auch einmal reinmachen. Es muss auch gefühlt ein bisschen verschieden sein. Ja. Guck mal, CW-Bögen gefüllt in 3 Minuten. 3 bis 5 Minuten, das ist ja mega. Ja. Direkt fertig. Ist das klar, geil. Vorgearbeitet. Ja, ich mach dir jetzt mal den 50 Bogenschützen. Ich könnte die 50 Bogenschützen auch machen, aber es sind halt nicht Max. Ja, das bringt nichts. Ich mach das schon. Gut. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn der CW startet. Und ich hoffe, dass ihr beide dann am Start seid. Bestimmt. Ich habe eine schön defensive Klamburg, das heißt, viel Spaß beim Locken. Ja. Und rausbekommen der 50 Bogies. Oh Gott. Ja, gut. Schon lustig. Dann kurzer Cut. Bis gleich. GFA, was wird dich gleich erwarten? Was für eine Aufstellung? Das wird meine. Ich hoffe, ich krieg was Eierfalls. Ich will nicht meinen ersten Eingriff gleich verkacken. Ja. Ja, und Rodi, bei dir? Du bist eine Nummer niedriger. Ja, ich hoffe das Gleiche natürlich, ne? Aber das wird schon. Das wird schon. Pass auf, nachher einfach so Rathaus 12er und 11er. Wir rocken, lass uns den CW rocken. 10 Sekunden noch. Yes! Yes, yes, 7, 5, 6, 4. Der Bildschirm wird was machen. Los. Ach du Scheiße. Bitte! Ja, aber mir kann gleich 3 Sterne sein, mit Ansage. Ja! Darf ich bitte eine Bildschirmübertragung? Ja, du kriegst deine Bildschirmübertragung. Bitte. Danke. Übrigens, das ist Ente. So, ja, geht eigentlich. So. Sind ja genauso stark wie wir. Ja. Und wir sind sogar noch einen Ticken stärker. Wir haben ja 16er. Ja. Aber wenn man die gleiche Rathausstufe nehmen würde, sind sie genauso stark wie wir. Ja. Ich muss mir mal meinen Gegner jetzt angucken. Ach, der ist gar nicht mal so gut gespielt. Den Weg, Leute. Ihr müsst eure Bildschirm anmachen. Ich hab die fast genau so gehabt. Hier greift doch noch keiner an. Ja, aber diese Basis, die hat eine Legende schon mal gehabt. Und ich weiß, wie ich meinen Angriff spiele, weil ich die Basis in so einer Ausführung schon mal in Legende hatte. Naja, dann weiß ja. Ja, Wurzelrika rein und kloppen und dann geht das schon. Digga, ich habe so oder so kein Leben. Ich nutze einfach die Meta-Taktik bis zum Umfallen aus. Ich bin bei meinem Überleben. Was ist denn die Meta-Taktik? Was? Hallo? Was ist die Meta-Taktik aktuell? Wurzelkrieger. Ah, Wurzelkriegerin, okay. Wurzelkrieger. Ich hab gedacht, was anderes. Nenn den Wurzelkrieger mit Hex oder bei Kühen. Und einfach reingespielt, stumpf. Ja, ich hab gedacht, was anderes ist OP. Ja, bei den Zaubern kannst du frei Schnauze sein. Irgendwer greift an. Yubi!
Kyuubi im Angriff! Darf ich. Was spielt er? Darf ich zugucken? Queen Charge Dragons! Queen Charge, okay. Hallo, darf ich zugucken, bitte? Du kannst. Na, was macht der mit dem Flinger? Warum hinter der Königin? Ja, das sage ich jedes Mal den Leuten. Das ist dumm, Mensch. Wo ist der Poison Spell? Okay, die haben Full Hexenklamburg anscheinend. Ja, okay, das ist gut. Oh, was macht der denn da? Er hat die falsche King-Fähigkeit mit. Was macht der denn da? Jungs! Könnte einer von euch bitte eine Bildschirmübertragung machen? Nö, ich kann nicht. Ich komm einfach in den Clan rein. Genau. Kann ich ja nicht. Warum nicht? Warte, mach das bitte. Du brauchst weil das mich das nicht reinlässt. Ja, Digga, wenn du. Weil das mich ja nicht rein. Zwei Heilers und tot von ihm schon. Wie viele Trophäen hast du? 2500. Dann müsstest du doch reinkommen. Welches Rathaus bist du? 14. Hä? Dann kannst du eigentlich rein. Frag mal an, bei Astralkraft. Kann nicht wegen Rush. Ah, er kann ja nur zugucken. Ne, er kann nicht mehr zuschauen. Wenn er jetzt reinkommt in Clan, kann er die TVA nicht sehen. Ach so. Digga, wo sind deine Wutzauber? Schmeiß den Wutzauber drauf! Ja, mach Digga normale Mauerbrecher. Die Queen schippt in der Fähigkeit. Ist hat Kyuubi gesopfen oder was? Hä, warum spielt er. Eieieiei. Ach du meine Güte. Eilzauber. Ich hab noch nie Drachen mit Eilzauber gesehen. Mal, der Luft. Ey, der hat ja noch ganze drei Wutdecke. Ja, die tragen gerne aus dem Zentrum raus. Na, das war keine gute Vorbereitung und auch kein guter Angriff. Nee. Fassen wir mal zusammen. Belagerungsmaschine. Falscher Ort. Kompletter Fail. Ja, kein Giftzauber mitgenommen. Ja. Ja. Was war das? Entweder hat er sie nicht oder irgendwas. Er hat also die King-Fähigkeit, die hat er ja nicht gehabt. Also die normale, also die Standard, sag ich jetzt mal, die begünstigt wird heutzutage. Na, jetzt kommt der Freeze. Achso. Ja. Ja. Ach, natürlich nicht auf dem Licht, auf dem Luftfeger. Ja. Ah, gut, niedrige Prozente. Nee, der war nicht gut. Der Angriff war nicht gut. Podcast, let's go! Ach, geil. Oh, ich liebe seine Taktik. Wisst ihr das? Ich liebe seine Taktik. Podcast Elektro-Titan. Ja, Vorbereitung, das war richtig stark, was er mir da auf dem Präsentierteller geliefert hat. Mal gucken, ob es jetzt auch. Das ist die gleiche Base, die ich auch habe, die ich auch angreifen muss. Dann gucke ich mir das jetzt an. Dann werden die es wahrscheinlich gleich sein. Wait, wenn das so ist, dann hast du echt den Joker getroffen. Ja, das ist die gleiche, genau die gleiche. Okay. Mit den Helden, mit dem Adlerartillerie und den E2X-Bögen. Die Queen läuft nicht rein, oder? Doch. Gut. Ah, der Streiker, da wollten wir so aufpassen. Wow, was ein Freeze. Ah, die Heiler. Oh ja, weg. Ja, die Heiler sind weg. Aua. Die Heiler wären wichtig gewesen. Na, aber es sind wieder. Wie will er da jetzt reinkommen? Das ist ja das Ding. Wie will er da jetzt reinkommen? Es sind wieder nur Hexen und Bogenschützen in der Klamburg. Ja gut, dann kannst du dir auch von ausgehen, dass der Gegner das hat. Was er hat aber ja, vor allem ist es genau die gleiche Welt. Was macht er denn jetzt? Hat genau kein. Alter. Leg mich fest, Alter. Oh, wie will er das jetzt hier noch retten? Nee. Ach, die. Die Elektro-Titanen sind scheiße gelaufen. Waren's da, ne? Ja. Wenn er Glück hat und der King reinläuft, dann schafft er noch die zwei Sterne. Aber da ist auch noch der Single-Inferno-Turm. Aber ja, deswegen hat er noch viel. Tusas schafft er noch. Ja, schafft er. Aber halt niedrige Prozente wieder. Leute, konzentriert euch doch.
Ich weiß doch, dass ihr es besser könnt. Er hat das Streikatapult übersehen, mehr war's nicht. Wenn die Heiler am Leben geblieben wären, dann wird das Ganze hier komplett anders aussehen, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Aber er hätte sehen können, dass die Queen das aus Outrange ist. Er hätte sehen müssen. Von dann ist war klar, dass früher oder später deine Heiler beschossen werden. Es sei denn, du brichst mit dem Mauerbrecher genau dieses Compartment auf. Hätte auch mit, Super Mauerbrecher sollen. Er hätte mit dem Queen Charge für das ganze Compartment gehen müssen, eigentlich. Ja. Und dann mit den Elektro-Titanen einmal durchs Zentrum. Ja, so, ich gucke mal, wo die Luft fallen sind, dann greife ich gleich an. Okay. Mhm. Wir erwarten noch so einen Angriff von Rodi GFA. Da Rodi. Kommt noch was. Was? Ja, Rodi kommt. Rodi hat dieselbe Base wie Podcast. Mhm. Mal gucken, was besser macht. Ja. QB, hast du gesehen, was schiefgelaufen ist? Ja, das Ding ist, ich habe extra noch einen Poison gemacht. Da habe ich aber vergessen, einen Frost zu löschen. Deswegen hatte ich den Poison beim Angriff nicht mit dabei. Und dann wollte ich die Queen gar nicht setzen. Ich wollte unten noch die Gladiatorin mit reinschicken. Ja, aber warum die Gladiatorin deiner Maschine macht das dann automatisch? Ja. Wenn es an sich jetzt kommen. Ich weiß gar nicht. Also was ich mit der Gladiatorin an sich gedacht hätte, weiß ich gerade gar nicht, aber dann für die Queen war halt noch dümmer. Deine Gladiatoren hätte einfach für die Drachen mitspielen können. Ja, ja. Das. Dann habe ich noch oben vergessen, als ich dann oben die Gladiatoren mit reingeschickt habe, habe ich noch den Hunter vergessen. Das war. Übrigens, Kubi, ich grüße dich, du bist auf YouTube. Ah, cool. Da haben wir ihn. Den legendären Angriff von Rodi. Rodi greift an. Queen Charge Hybrid. Dann wollen wir mal gucken, ob er es besser machen kann. Also der erste Dreier, den will ich auf jeden Fall jetzt mit ihm sehen. Headhunter Smart gesetzt. Aber direkt 2. Ich meine, da ist noch die glödigen Gladiatoren. Müssen wir gucken, wohin der gehen will. Wenn er Pech hat, geht der Inferno-Turm und der Luftwaffe auf seine Healer. Zuerst. Echt, die Queen läuft perfekt. Sieht gut aus, aber der hat einen frühen Adler, den er dann rauskriegt. Okay, doch nicht pur Hexen. Wir haben uns alle getäuscht. Das war aber gut, dass du Häusen. Jetzt muss er bei der Queen so langsam malen, ja. Gemissplayed. Die Leute können sich einfach nicht konzentrieren. So. Setz deine Supergobs beim Goldlager, dann läuft die Königin nach innen. Ja, start mit dem Hybrid jetzt, ne? Okay. Oh, der Bombenturm ist mies. Die teilen sich aber ein bisschen auf. Ne, das ist keine Hybrid. Keine Hybridstraße, mein Lieber. Rodi, so spielt man an Hybrid nicht rein, weil deine ganzen Truppen kreuz und quer aufschlagen. Wenn der Pech hat, wird's ein Monster. Ja, wenn das Pech wird, wird's ein Monster. Ich meine, er hat noch viel Zeit, aber der kann ja auch die ganzen Truppen noch in Richtung Zentrum drücken. Die Healer leben halt noch. Ja. Das ist das eine. Ich merke mal, wenn sie nur noch auf der Klari sind. Die Klari schlägt jetzt so durch den Fernoturm. Deine
Wo sind denn deine Supergobs? Schick doch die Truppen nach innen. Rudi, wach auf, mach mal deine Augen auf. Er hätte die Gold, die Gold-Dingsbums, die Gold, Minen hätte er rausnehmen müssen. Jetzt wird es nix. Jetzt ist vorbei, das ist ein Monster. Jetzt ist es vorbei, das ist obwohl, ein wenn er, ah ne, die Queen-Fähigkeit ist ja schon vorbei. Ja. Ich hatte die noch. No. Ja. Und jetzt wird er sich denken, hä, was hat er denn noch? Ja, bricht ab, auch ein Fehler. Komplett einen Fehler gemacht. Er hat lieber die 2% noch mitgenommen. Ja. Prozente sind so wichtig. Da hat jemand nicht aufgepasst. Aber guter Freestyle, Justin. Wie gut, dass ich nicht mit Webcams Videos aufnehme. Den Mittelfinger hättest du schon gekriegt, du. Eieieiei. Darüber reden wir jetzt gleich, Rudi. So, das Ende von Krieg 1 sieht wie folgt aus. 32 zu 30, einig gemachten Angriff. Shadow musste darunter leiden und ist rausgeflogen. Aber erzähl mal, Rudi, wie war Krieg 1? Also meine Leistung brauchen wir über die nicht zu reden. Das war inakzeptabel. Ich war auch der Schlechteste, glaube ich. Nachdem der nicht angegriffen hat. Nö, einige haben doch noch einen Monster gemacht. Ja, nur Erik. Der Rest war alles Two-Stars. Und Three-Stars. Ja, also da kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Trotzdem, da müssen einige Fehler natürlich gebessert werden. Weil so, na, auf Dauer wird das nicht gut gehen. Nee, ich muss mal gucken. 68%, ja. Ja. Bisschen schön. 73%. 82%. 79%. Ah, die sind zu weit weg von den 100, ne? Wenn 90% ist okay, wenn man dann auch 2 Sterne hat, finde ich. Dann weiß man, okay, da hat es an nicht vielen Sachen gefehlt, ne? Das ist der nächste Gegner. Aktueller Zwischenstand sieht wie folgt aus. Ja, und der Anfang vom Krieg 2 ist auch noch dabei. Aber insgesamt spielen wir jetzt erstmal noch ganz weit oben mit. Haben jetzt einen deutlich schwächeren Gegner gekriegt. Das heißt, hier gehen wir natürlich auf sehr, sehr viele Sterne. Das hat leider nicht gut funktioniert. Der zweite hat 2 Sterne und ist raus. Und QB und ich haben leider ich hatte nur Timefail gehabt, 99% 2 und QB hatte auch 99% und 2. Oh, endlich. 16er. Hä? Wir erinnern uns, 16. 61? Ja, 16er, genau. Deswegen. Ach so, 16er ist raus. Ja. Also, ich habe hier gesagt, 16er, let's go, mach das Ding, holt das Ding. Das war eine gute Aufstellung von dir, ne? Da sind 5 16er gegen 4 15er, ne? Ja, wir mussten das Ganze jetzt mal machen. Wir mussten das Ganze machen. Und der Rest ist Rathaus 14 gegen Rathaus 14 eigentlich. Ja, ich wusste, dass die nur Rathaus 14er reinstellen. Das heißt, die 13er müssten dieses Mal leer ausgehen. Leider. Ja, was ist denn mit Infini? Was ist das denn? Was ist das denn? Der nächste, der raus ist. Ich hoffe, der war nicht drin. Ne, der war auch nicht drin. Dann egal. Der hat eine CV-Sperre gehabt. Aber wie dem auch sei, lass uns mal deinen Angriff anschauen, Rudi. Der brauchst du nicht. Ich habe am Anfang verkackt. Ich habe die Klamburg rausgelockt, was gut war, aber ich habe die Belagerungsmaschine erst gesetzt, dann die Klamburg rausgeholt. Das war schwachsinnig. Ich war am Schlafen, glaube ich. Dann habe ich die Queen unten gesetzt, aber die sind zur Belagerungsmaschine gegangen. Ja, weil das ja natürlich näher dran war. Dran war. Ich wollte die rausholen und die sollten zur Queen und dann hätte ich das spielen sollen. Ja, und jetzt eigentlich ansonsten, ja, wir können vorspulen. Der Rest war eigentlich, fand ich, ja doch. Ja, war. Nur, ich habe nicht so Warum sollte der Warden auf Boden sein und nicht auf
Hier. Das habe ich nicht verstanden. Weil wegen einer schwarzen Mine deine Warden Ability weg ausgelöst werden kann. Ach so, ah, okay, okay, ja, verstehe. Okay, jetzt habe ich es verstanden, warum. Ja, die Queen hat eigentlich ihre Aufgabe gemacht, das, was ich raus haben wollte, habe ich rausbekommen, die ist natürlich jetzt reingelaufen. Aber es war Time-Pech am Ende, aber ich hätte es geschafft, wenn die Belagerungsmaschine nicht kaputt gegangen wäre. Also es waren genug Truppen am Leben am Ende. Ja. Das sieht man ja auch, warte, auch durch die Bomben und das ist alles egal, es war einfach nur Time-Fail. Trotzdem, dass du dich für diesen Time-Fail einmal selbst in den Hintern tretest. Ja, ich das war einfach, deswegen habe ich gesagt, ich arbeite nicht mit, ich greife erst am nächsten Tag an. Ja. Weil das war einfach nur die Belagerungsmaschine. Guck mal, wie viele Truppen am Leben waren, die hätten einfach recht gehen sollen, dann hätte ich es auch geschafft. Ja, mies. Miese. Ja, das war's. Ich bin. Bei QB habe ich ehrlich gesagt seinen Angriff nicht gesehen, aber ich gucke mir den mal an. Ja, dann schauen wir uns gemeinsam den Angriff an. Machst du mal eins, ne, oder mal zwei? Ja, guck ihn dir an. Guck ihn dir an, mein Lieber. Guck ihn mir an, warum sein Timefail gekommen ist. Drache zum Fallen. Also bislang läuft es noch alles recht entspannt. Eigentlich ganz gut, ne? Wenn er da durchbricht jetzt gleich, eieiei. Da fehlt doch der. Da hat doch der Dingsen gefehlt. Ja. Der hier, wie heißt das? Der Giftzauber wäre doch da besser, als einen Freeze zu verschwenden dafür. Ja. Und der bräuchte, glaube ich, noch einen Mauerbrecher, oder? Ah, ne, die kommt dran. Ja, gut. Jetzt kommt ja, erstmal, das sieht alles gut aus, finde ich. Was bedeutet, er muss jetzt hier den Wut werfen. Weiß nicht, ob das Ganze noch sogar hätte ausgereicht. Ja, das ist auch so eine Sache. Hätte es ausgereicht oder hat er zu wenig Truppen gehabt, ne? Mhm. Weil ich hatte ja alle noch am Leben gehabt. Das war einfach nur 3 Sekunden früher und dann wäre die Sache fertig. Ja. Aber der hat ja auch noch genug Truppen. Und die King-Ability hätte er auch ein bisschen früher machen können, doch, ne? Einsetzen können. Oh, was ein Pech. Wo ist das denn? Die Bauhütte außen? Nein, nein. Sag nicht. Die Bauhütte, die außen war. Er hatte doch 2 Barbaren mit, hätte er die zur Seite gelassen. Eieieiei, der hat den weggefegt. Das ist ja dreckig. Juri, warum setzt du deine 2 Barbaren nicht ein? Warum? Der hat die eingesetzt, aber wo ist die Frage? Nein, der hat insgesamt 4 am Anfang mitgenommen. Ja, warte, ich überlege gerade, wo er die hinsetzt. Er setzt sie ja gar nicht ein. Er hätte ja schon sehen können, dass die Ecke da oben frei ist. Wo setzt er die denn hin? Und die Lakis hat er doch auch noch. Was bedeutet denn da? Hä? Also das ist jetzt schon, glaube ich, das zweite Mal. Das zweite Mal so ein. Ach, der hat die gar nicht gesetzt? Ja, eben! Ach du Scheiße, aber er sieht das doch. Ach, bestimmt war die Leiste zu kurz und er hat nicht zur Seite gedreht. Oh, das waren aber sichere 3 Sterne bei dem. Ja, das war dumm. Was hat er denn geschrieben? Der hat doch auch irgendwas kommentiert, warte. Oh Mann, sorry, wollte die Lakis benutzen, um den Inferno abzulenken. Hab die Bauhütte übersehen und dann ist mir auch noch der Warden weggestorben. Ja. Ja, das ist dreist. Das stimmt nicht. Er hat einfach nur die Augen nicht aufgemacht und gesehen, dass er noch Truppen hatte. Der hätte das hinholen können. Nächster Krieg wird
sehr fett. Ja, und der jetzige war es alle Male. 39. Was war da los? Welche Aufstellung haben wir? Wir haben schon die stärkste Aufstellung drin, ne? Wie war Krieg 2 für dich, mein Lieber? Grandios. Es war ein sehr guter Krieg. Weißt du, was das Geniale daran ist? So viel Wir waren für kurze Zeit Erster. Tabellenführer. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Der nächste Krieg wird aber völlig anstrengend. Ja. Denn, wir haben... Ja, wir haben nur 4 16er. Ja, und die Gegner haben 8. Ja, aber lass dich vom Schein nicht trügen. Noch ist die Welt nicht gefressen. Wir können ja sehen, dass einige nicht ganz allzu gut gelevelt sind. Ja, das spätestens, wenn wir uns gleich den Gegner genauer angucken werden. Oh, wir haben gewonnen. Ja. Müssen wir erstmal gucken, was waren richtig sehenswerte Angriffe. Los. So. Ziehen hier den Yannick auf die Gegner 1. Gegner 1 ist noch nicht so gut gelevelt. Ja. Schon sehr, sehr früh mit dem Skeletten-Spell. Ja. Ich glaube, damit die Packer nicht sterben. Er hat auch 3 Stück dabei. Er hat auch das ist, damit die Packer den Mono rausholen. Smart. Okay, wir sehen hier Root Rider Valkyren. Root Rider Valkyries. Da oben kommen noch die Klamok jetzt raus. Ja. Sieht sehr interessant aus. Was hat er noch? Ein Wutzauber hat er noch, Verwurzungszauber und Unsichtbarkeit. Mhm. Da kommt der Wut. Oh, gegnerische Clanburg. Nimmt da die Root Rider raus. Ist nicht so nice. Oh, und da ist der Verwirkungszauber drin. Ja. Okay, ist einfach wahrscheinlich dafür. Ja, einfach hier alles unsichtbar. Ja, ich glaube, der Zauber ist einfach dafür, dass weniger Schaden auf den Root Rider lastet. Ja. Ah, der König hat sehr knapp überlebt. Gladi-Fähigkeit. Ich liebe die neue Tempoflasche, die ist super. Bei der Ausrüstung, meine ich. Ja, die ist toll. Finde ich auch. Okay. Sieht ja nach einem relativ einfachen Gegner aus. Ja, ich meine, wir haben jetzt hier einen Vorteil gehabt. Ich habe gesagt, ich nehme den Vorteil, gucke mal, was daraus wird. Ich erwarte nicht, dass wir aufsteigen, ich erwarte aber, dass wir den zweiten Platz machen. Ja, aufsteigen, wir müssen gucken, wie es mit dem jetzigen ersten läuft. Ja. Ich meine, ich mache das mit, was der Klar letzten Endes will. Wenn der aufsteigen will, werde ich nichts dagegen setzen. Bin ich der Letzte, der sagt, nö, machen wir nicht. Aber wenn ich merke, dass es nichts mehr wird mit dem Aufstieg, gehe ich dementsprechend wieder auf die 13er zurück. Die so oder so sehr, sehr schwierige Einsatzmöglichkeiten sehen. Einfach weil Kristall 1 gar kein 13er vom Gegner mehr spielt. Also nur noch wenig. Ja, das ist das Problem halt. Und wenn wir aufsteigen, dann werden es eh nur noch 15er und 16er sein. Ja. Dann werden es auch die 14er nicht mehr. Wo wirst du den Clan innerhalb von einem Monat gleich noch sehen? Also was denkst du, wird sich in diesem Monat jetzt ändern müssen oder ändern? Was sich ändern sollte, oder? Ja. Mehr Member. Oh, und Leute, die angreifen können.
Und weniger Rentner, so wie die letzten drei Leute, die da drin waren. Dieser Alex-SF-Typ da und der andere. Ja, die waren ja so komisch, ne? Das waren komische Leute, anders. Okay. Ja. Patrick spielt Hybrid. Okay. Ja, aber weißt du, das sind also Leute, die scheiß drauf. Ich bin gerade 16er, ich muss euch gar nichts zeigen. Ich finde das immer so traurig, ey. Du denkst, du kannst die CWL diese Leute ausleihen, und dann hintergehen sie dich einfach so krass. Dann gehen sie einfach nach einem ersten Tag gehen sie einfach schon. Ja, ich finde, solche Leute haben es nicht verdient, überhaupt irgendwas zu kriegen. Nö. Machen wir wieder eine Discord-Abstimmung, wer die Boni kriegt, oder? Ach, weißt du, ich muss das mir erstmal überlegen. Weil dieses Mal kann ich nicht auf die Schwächeren gehen. Ich muss diesmal auf die Entwicklung setzen. Also klar wird sein, es wird daraus hinauslaufen, dass es 13er gibt, die gar nicht spielen können. Ist leider so. Ich meine, letzten Endes vertrete ich nur die Interessen des Clans. Der Gegner lässt es halt einfach nicht zu, dass... Ja. Okay, der König, der war ziemlich gewastet, was er da gerade gemacht hat. Ja. Aber tatsächlich die Harmonie zwischen Königin und Maschine ist gut. Warum werden eigentlich immer Bogis in die Klammern gefüllt? QB, das ist Bait. Kannst du ja mal die Frage beantworten, mein Lieber. Ich frage mich jetzt also, ob er meint halt die 50 Bogies immer in den Klammbogen oder generell Bogies? Ja, generell Bogies, aber warum machen wir das? Weißt du das eigentlich? Warum? Ja, warum wir generell viel Bogenschützen spenden? Weil Bogenschützen extrem viel Zeit herauszögern. Das auch, aber es gibt einen wichtigen Hauptgrund. Okay, was sehen wir hier? Also es hat auf jeden Fall einen Grund. Es gibt Leute, die pfeifen auf sämtliche Zauber. Sind so jemanden, ja, ich nutze da zum Beispiel hier wie Nicholas keinen Giftzauber. Und eben das baiten wir raus, dass die Gegner gezwungen sind, einen Zauber zu nutzen oder auf andere Wege die Klammbuch schnell rauszukriegen, ehe sich da eine größere Armada mit 50 Bogenschützen nähert, wo dann ein Elektrodrache oder eine andere Truppe, die generell nicht auf Multischaden ausgelegt ist, einfach Probleme hat. Und gerade wenn du gar keine Antwort hast gegen so eine Only-Bogenschützen-Klammbock, frisst dich das enorm viel Zeit. Okay. Jetzt machst du. Nick, das ist auf jeden Fall richtig gut gemacht. Hat hier eine schon sehr, sehr schöne Strafe. Ja, also eine Straße fährt der Heldenpart ab und andere Drachen. Na, ich finde das genial gemacht, also wenn ich darüber nachdenke. Nee, es ist perfekt, weil es kann nichts irgendwo falsch hinrennen. Ja, das ist ja das Schöne, geil. Nicht schlecht, nicht schlecht.
So, wir werden auf jeden Fall jetzt mal kurz einen Blick auf den nächsten Tag nochmal blicken. Also klar, ich gehe hier mit der stärkstmöglichen Aufstellung mit, auch wenn ich bei einigen Leuten zwar unsicher bin, aber im Innerlichen merkt man, ich bin nicht nur ein Anführer, ich bin ein Gentleman. Probleme mit den Mitgliedern, scheißegal. Sie werden trotzdem dann aufgestellt. Das ist das Ding. So war ich es immer. So, 4-16er, 5-15er und auch nochmal hier. 6-14er. Ja. Ja. Das wird spaßig, du. 4-5-6. Na, ich habe schon auf jeden Fall schon mal die Spenden. Was wir auf jeden Fall, ja, da bist du nicht der Einzige. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, dass cool bleiben und spekulieren, dass die Gegner Fehler machen. Ich habe mir das Ganze angeschaut. Die Gegner sind zwar Rathaus 16, aber vom Dorf her nicht alle komplett auf das Niveau, was man eigentlich hat. Auch wenn wir hier im Unterzahl sind, haben wir trotzdem, denke ich mal, fast eine identische Aufstellung. Ich will mal gucken, ob meine Base jetzt besser gehalten hat. Ich habe im ersten Klankrieg, da hat jemand mit einer Super Boogie Blimp auf meine Base gespielt, was dann nicht so gut war. Da habe ich dann daraufhin die Luftfeger umgesetzt. Okay. So. Okay, meine Nummer ist relativ gebrushed. Ja. Gut, ist normal. Ey, weißt du, wo es bei meiner Nummer, da schreit es ja in der Mitte nach einer Blumenblimp, ey. Alles klar. Also das sieht machbarer aus, als ich erwartet habe. Ich sehe da auch Chancen. Wenn ich ehrlich zu dir bin. Also, das könnte ziemlich gut laufen. Die Basen, die Basen, die sind auf jeden Fall stark, das muss man lassen. Aber die sind auch sehr gerusht. Teilweise. Das kriegt man hin. Also, wenn man sich da wirklich Gedanken macht, dann kriegt man das hin. Guck mal, Nummer 8. 6er Mauern. Oh, erster Angriff schon. What the fuck, wer macht das? Wer tut das? Ubi, willst du... Du hast dir die Nummer doch nicht mal angeguckt. Ja. Was macht er denn da? Na, da bin ich jetzt gespannt. Was spielt er auch für eine Armee? Queen Charge Dragons. Ach, das ist eine so. Und hey, guck mal, sein Flinger. Hä? Also jetzt bin ich da langsam. Was soll ich mir daraus jetzt denken, ey? Hol den mal auf den Discord. Sein King stirbt auch.
Den Warden jetzt zu zünden würde Sinn machen, aber macht er nicht. Hm, noch. Das wird ein One-Star, du. Na? Ja, das wird ein Stern. Ich schaffe bitte, nicht. Bitte behalt die Queen Ability, bitte. Also wenn er nicht komplett verblödet ist, dann behält er seine Queen Ability. Oder? Also drei Sterne, aber gut war es hier nicht. Nee, das war alles andere als gut. Warte mal. Der Gegner von uns jetzt. Nein! Clashrick hat verkackt. Er hat. Oh nein. Oh, der Multi, ne? Nein, die Heider. Er hat die Heider auf den King gesetzt. Ach, da. Oh, ja, das hätte er auch nicht spielen sollen. Ja, gut, aber die gehen rüber, glaube ich. Ich glaube, er hat gefettfingert. Ah, die gehen rüber. Ja, also, König. Oh, jetzt läuft die Queen außen rum. Der King ist schon mal weg. Na, er hat Tornado raus, das ist gut. Ja, das ist gut. Aber, Alter, die Queen will auch nicht rein, ne? Guck mal. Ja, die Mauerbrecher, die rennen durch die Base. Ja, ja. Jawohl. Yes. Jetzt geh mal rein, jetzt endlich. Okay, sie holt den Multi. Wenn sich das Rad, das Rad aus, kann sie noch holen. Bisschen Glück. Sie wurde noch nicht gezündet. Könnte hinkommen. Der hat ja noch zwei Freeze, ne? Ja, ja. Erzrathaus. Ja, gut, das ist gut. Das ist Rage. Warte mal, die haben keine Klamburg, die Gegner, ne? Ach so, ja, ja. Oh, ja, die haben keine Klamburg. Oha, das ist mega gut. Ich würde trotzdem bei jedem Gegner. Ich würde trotzdem nachgucken. Ja, klar. Ja, das sind ja jetzt drei Sterne, oder? Sollte. Das sollte, könnte auch noch drei werden, aber. Da muss doch, hä? Da musst du erstmal eine Ansage machen. Nee, guck mal, der Superdrache da, der holt die Queen raus. Da kommt noch die Gladi mit Fähigkeit. Ah, die bleiben. Aber ich meine, wenn es jetzt Stratos 14er gewesen wäre. Oh, ist das schön! So, alles weg. Alles weg. Die Schweinereiterpuppe? Die Schweinereiterpuppe ist aber echt. Hat sich den Höhler von dir redlich verdient. Wolzke, drei Sterne. Zack, zack. Ja, da sind noch genug den Angriff gerettet. Den Döner hat er sich verdient. So, Goldpass. Auch gerne sind drei Sterne. Clash Free? Ja. Er wollte eigentlich. Ja. Er wollte Kingwalk machen. Clash Free, darf ich dich was fragen? Ja. Du eigentlich, dass ich einen Herzinfarkt kriege oder warum machst du es denn jedes Mal so spannend? Habe ich doch gerade gesagt. War Absicht. Natürlich. Für den YouTube-Content. Für den YouTube-Content! Was kostet bei dir Döner? Döner? Ja, Dönertasche. Boah. Also bei Maltasche für mich 9 Euro. 9 Euro? Was? Nee, Döner 9 Euro, Döner 58. Uli, du erhöhst auf 10. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende von Krieg 3. 2 Stunden noch zu spielen offiziell, aber der ist schon entschieden. GFA, was haben wir da wieder gemacht? 43 Sterne geholt. In einer Kriegsliga mit 98,60. Ja, da kann man mal sehen, wenn jeder will, was man am Ende machen kann. Ich erkläre dir, warum das so, so geil ist. Wir gucken dadurch mal in der Kriegsliste. Warte mal, wir können das ja hier drüber sehen. Über die höchsten Rathausstufen haben wir nur 4 Leute zur Verfügung. Mr. X, neu in den Clan, ist für die CWL nicht dabei.
4 16er und Mortal Kombat spielt einfach mal mit 8. Wobei ich nicht weiß, ob da auch noch ein paar neue sind. Sehr wahrscheinlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, die Gegner waren deutlich besser und wir haben trotzdem gewonnen. Und das so deutlich. So geil. Das stimmt. Weißt du, der Start ist aber auch gut. Die Genialität dieses Mal völlig zugeschlagen. Rathaus 15 legt Rathaus 16. Wie fühlt sich das für dich an? Ja, ist halt gut. Also war halt auch schön gesehen, dass er da mit dem Barbarenkicker da die paar Verteidigungen rausbekommt. Um einer Streukatapult zu kommen mit dem Flinger. Das ist genial. Diese Strategie, dass man darauf erstmal kommen muss. Ja. Mhm. Und oben schaut er da mittlerweile schon den Screenshot. Unter anderem solche Spieler haben. So, so geniale Spieler. Schwachstelle gesehen, Schwachstelle ausgenutzt. Damit kriegt man auf jeden Fall einen Streukatapult und was man noch alles kriegt. Das ist richtig gut. So, die Königin läuft dieses andere Streukatapult rennen. Und Wurzelkriegerin auf der Ratterseite. Hätte ich, denke ich mal, auch gemacht. Das wäre die sichere Variante gewesen. Helden werden jetzt, denke ich, auch das Rathaus aktivieren. Und dann. Perfekte Warden Ability. Jetzt gehen sie immer weiter ins Zentrum vor. War ein guter Freeze. Ja, die Haller werden zwar jetzt beschossen, haben aber gerade noch die Möglichkeit, hier zu überleben. Puh, das war ja auch schon eng. Bei dem Monolith hat er einmal gefällt. Weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, das habe ich. Hat er wahrscheinlich an sich auch so sehen den Unsichtbarkeitszauber anstatt den Skelettzauber genommen. Mhm. Aber am Ende trotzdem locker, noch alle Helden übrig. Trotzdem zeigt mir das auch wieder, wenn man will und man sich Gedanken macht, kann man unterlegen, einen stärkeren besiegen. Ja. Egal ob Wurstekriegerinnen hin oder her. Das stimmt. So, der nächste Angriff von einem Rathaus 14 auf einen Rathaus 15er. Cool. Spielt eine Plimp und Hydra. Ja, bin mal gespannt, von wo geht's. Eine. Sehr, sehr schöner Lava-Hund. Hat hier die Feger gedeckt. Ja, die Plimp ist auch gut angekommen. Ja, Riesenbombe, aber nicht, dass das hier großartig viel ausgemacht hat. Boah, ist das gut. Also bislang wird es richtig gut hier. Er hat einen Streukatapult rausbekommen, zwei X-Bögen. Rathaus rausgekriegt. Das Rathaus, ein Luftfeger. Also die Blimp war schon mal richtig gut. Das war saugut. Jetzt geht er von unten mit den Drachen rein. Ja. Wann kommt die Warden Ability? Ich würde sagen, noch nicht. Erst wenn er beim Adler ist, so ungefähr, würde ich mal schätzen. Oder jetzt ist schon. Ja, Skelettdrachen haben natürlich ganz stark gelitten dagegen. Ja. Königin, was macht die Königin noch? Holt sie sich das Streukatapult? Ja,
Weil der Schreikatapult schon. Na, hat sie doch nicht ganz bekommen. Ja. Aber die Klari ist immer noch mit dabei. Mit ihrer Fähigkeit auch noch. Das Einzige, was da steht, ist der Inferno-Turm und die zwei Bogenschützentürme. Mehr nicht. Zumindest, dass den Drachen gefährlich werden kann. Klar, die Fähigkeit macht er jetzt so. Damit steht nur noch eine Kanone. Und der Rest nur noch andere Gebäude. Schön angehört. Ja. Kannst nicht meckern. So, jetzt haben wir eine Verteidigung auf den lieben Justinus LP. Mein Dorf scheint richtig geil verteidigt zu haben. Der Lauerhund ist ganz okay gesetzt. Okay. Er will wahrscheinlich für das ganze obere Compartment gehen mit der Blimp anscheinend. Bekommt einen Multibogenschützenturm raus. Das Rathaus fällt natürlich auch. Der X-Bogen auch. Magierturm fällt, das Streukatapult nicht. Der Giftturm fällt. Das ist sich der besonders. Wenn du den König hast, der die ganzen Pfeile dort. Ja. Aber an sich, besonders hier, hat er nicht mehr rausbekommen. Ich frage es jetzt nur, wo. Ah, er geht oben mit den Supermeiern rein. Kriegt sie natürlich direkt in den Streukatapult und in die Luftabwehr. Das ist schon mal gar nicht gut für die Heiler. So fast zwei Heiler gestorben. Jetzt kommt die Klarenburg auch noch raus mit einem Eisgolem und zwei Superminions. So viel Value für den Monolith und die Superlack ein. Ja, der Multi Inferno in der Mitte. Die beiden jetzt, die tun auch weh. Der Multi ist halt, der geht immer noch auf die Heiler. Ich hab kaum einen Superminer mehr, wenn überhaupt noch einer lebt. Die klare Fähigkeit haben wir jetzt so. Der King ist jetzt auch tot und der Wohnen genauso. Jetzt ist nur noch der arme Phoenix. Und noch zwei Superminer auf der rechten Seite, auf der unteren Seite. Also am Ende eine solide Verteidigung mit teilweise mit nicht vielen Prozenten. Sehr, sehr solide Verteidigung. Geva, lass uns allerdings noch auf einen Punkt drauf zu sprechen. Denn wenn wir uns die Saisoninfo sehen, wird uns klar, in welche Richtung die Klangkrieger Ausnahs nehmen wird. Aktuell sind wir in Richtung Aufstieg. Wir bewegen uns aktuell in Richtung Aufstieg und es sieht auch gut aus, dass wir das schaffen können, weil wir direkte Konkurrenz geschlagen haben. Mortal Kombat. Und so mit 10 Sternen mehr. Und somit haben wir schon mal einen richtig guten Vorsprung aufgesteigt. Vor allem, wir haben hier noch so richtige harte Gegner. Barry Kitty ist dabei. Und ja, selbst alle Gegner haben mindestens eins oder zwei Rathaus 16er höher. Das heißt, das Ding ist lang nicht gegessen. Das Schöne ist, ich habe noch mindestens zwei Kriege, wo ich überhaupt die Möglichkeit kriege, 13 aufzustellen. Das heißt, es ist dieses Mal so, ich kann nicht allen 13ern drei Einsätze geben. Das heißt, ich versuche es erstmal so zu machen, dass jeder 13er rankommt und mindestens eine Teilnahme hat. Es muss leider auch konsequent geahndet werden, dass einige Leute, obwohl sie
aktiv spielen, noch nicht angegriffen haben oder noch keine Spenden haben. Deswegen habe ich gesagt, ich kann wirklich jetzt nicht alle 13er glücklich machen. Muss ein paar Leute leider auf die Bank setzen. Ich habe aber den Leuten geschrieben, Bro, mach deine Helden. Versuch ein bisschen reinzupushen, was das Zeug hält. Passt schon. Wenn der Clan wirklich aufsteigen will, dann lässt sich das Ganze nicht verhindern. Deswegen ziehe ich da mit. Oder was meinst du? Ja, sehe ich genauso. Kommt dann halt, ist halt dann immer nur, was da nächste Saison passiert. Aber ja, vielleicht halten wir, also ich denke mal, wir werden uns aber vielleicht auch im Meister halten. Ja, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Aber die 13er, die müssten natürlich Vollgas geben. Und vor allem unser letzter 12er, der muss auch extrem, extrem Vollgas geben. Ja. Beziehungsweise Kawashi ist eigentlich inaktiv. Aber wir sind an einem Punkt angekommen, wo die 13er auf 14 müssen. So langsam schon. Ja. Gebt Gas, Leute. Builder Potions rein. So viel Farmen wie möglich geht. Das muss alles laufen hier bei euch. So, um nochmal rauszukommen, mein Lieber. Was wird uns denn in Krieg 4 erwarten? In Krieg 4 wird uns, ich glaube, bis jetzt unsere, jetzt von den Rathäusern her, sage ich jetzt mal, schlechteste Aufstellung. Aber von dem gegnerischen Clan ist an sich von den Rathäusern auch nicht viel zu erwarten. Also nicht besonders viel. Allein schon aus dem Grund, weil sie mindestens 3 Rathaus 13er mitnehmen müssen. Aber ich meine, sie sind auf dem 5. Platz, also müssen sie ja auch schon irgendwie durchgekommen sein. Ja. Ich bin mir aber sicher, das Ganze werden wir auch über uns bringen. Wir gehen mit einer leichten Vorteil in diesen gesamten Krieg rein. Die haben natürlich einen 16er mehr, dafür haben wir einen 15er mehr. Ansonsten sind wir auch unten mit einem 14er mehr als die Gegner. Aber auch hier stark aufgestellt. Bögen sollten auf jeden Fall gleich noch gevoll werden. Ja. Und dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze so ablaufen wird. Rudi! Guck mal, die Gegner haben 2 Angriffe nicht gespielt. Ja, das ist gut. Das ist richtig gut. Also, Ausgangssituation perfekt. Nessa, Gegner, FBI, Irak. Das Ding ist, ich hoffe mal, dass die noch schlechter sind, als dass das die beste Aufstellung ist. Dann haben wir richtig gute Heimspiel. Ja. Alles voll, sehr gut. Dann. Dann lass uns da mal reingucken. Ja, auf jeden Fall, warte, komm jetzt. Ui, die spielen sogar mit 4 13ern. Ui. Okay, das sollte eigentlich für jeden da gut laufen. Ach, crazy, was haben wir denn hier für Basen drin? Ja. Also, sind, also die Basen, die finde ich
Nicht sehr, sehr leicht. Ja. Auch wieder komplett gerusht, bisschen. Nicht ja, gut gebaut. Es wird auch wieder, es wird eigentlich wieder keine so schlechte Lage für uns. So, wir sind, wir sind Spitzenreiter. Weißt du, was das Ziel ist? Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey. Hey. Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey. Hey. Das heißt, es gilt, diese Position zu verteidigen. Du kannst, das ist schon der Erfolg, eigentlich Erfolg ist schon mal, Planers Dreikraft hat eine CWL in der höchsten Liga, wo du nur in Kristall 1 ab dort nur der erste Platz aufsteigt. Ah, deswegen, ja, das ist schwer. Ja, ja, deswegen. Also in der höchstmöglichen, wo du sagen kannst, hier kannst du dich auf jeden Fall etablieren, aber weiter oben ist das nochmal ein bisschen schwieriger. Diese Liga rocken wir. Das ist richtig gut. Ja, safe, safe, safe. Das safe. Aber wir haben auch jetzt schon insgesamt mehr Prozente gemacht, das ist auch gut. Im Fall eines Halles haben wir den Vorteil. So, boah, der hat ja richtig Lust, Alter. Was macht? Ja. 16 ja. Drachen? Das wären keine 3 Sterne. Der Gegner, der hat hier mit dem Blitzen. Was will er denn rausholen? Lupfig habe ich gesehen. Ach so, habe ich nicht gesehen. Ah. Noch ein Lupfig, oder? Das ist crazy. Was macht der da? Was macht der da raus? Du musst etwas lauter sprechen. Oh, die Luftabwehr? Aha. Er hat keinen Giftzauber. Oh, der Multi ist da, die Dinger sind da, ja, der Multi steht immer noch, guck mal. Ja. Jetzt sollten die verrecken alle. Er hat jetzt keine Tränke mehr. Nicht? Ja, das wird keine 3 Sterne. Da hinten ist noch eine Luftabwehr, ne? Ja, das wird trotzdem keine 3 Sterne. Ja, der kommt nicht durch. Das ist sehr, sehr schön verteidigt. Solche Verteidigungen sind richtig wertvoll. Yes. Ja, die Gegner sind, die Gegner sind allgemein schon zu weit weg. Wenn man schon einen sieht mit Blitzzauber, ne? Oh, der. Achso, das ist Max. Ich dachte, da wird noch einer angegriffen. Nein, ich glaube, der Gegner ist einfach aus seinem Angriff rausgegangen. Also ist schon, war schon gefrustet. Ja, das glaube ich auch. Ja. Das war jetzt in dem Max seiner Burg drin, das hat mich halt interessiert. 50 Bogenschützen. Ui! Das war schön. Da ist der Gegner genau darauf reingefallen. Und deswegen musste er alles zufrosten, alles Wutzauber drauf, das war schön. Der Ärmst 63%. Und da hinten war noch so viel Abwehr noch übrig. Eieieiei. Ja. Nimm zwei das mit. Ich zeig dir jetzt, wie man 3 Sterne live macht. Okay. Kannst du direkt für die Filmaufnahme machen. Dann kannst du mich direkt jetzt anschreiben, wenn ich gleich einen Fehler mache.
So, das. So, dann let's go. So, erstmal hierhin. Bist du schon zu, Justin? Und meine Güte. Herr Tanta? Ja, aber ich schon, ist schon da. Aber die Queen will nicht rein, ne? Also, die geht da jetzt gleich rein. Machen wir so. Soll ich Unsichtbarkeit setzen? Ja. Ja. Die geht doch jetzt bestimmt raus, oder? Ne, will sie nicht raus. Doch. Ah, jetzt geht sie in die Richtung. Da wollen wir dich doch haben. So, den König setze ich mal dann hier mit dazu. Ja. Das setzt jetzt die Fähigkeit ein. So, und jetzt können wir mit dem hier rüber. Wo ist der Giftzauber? Der kommt. Bisschen zu spät. Habe ich hier noch Truppen oder nicht? Nein. Da sind noch welche. Alles gut, das wird noch. Das wird noch. Das wird nicht mehr. Ja, also das war, so sollte man es nicht machen, ne? Du hast so Glück gehabt, ey. He stated, we won 3 stand alive, Marv. Rudi, woran hat's gelegen, dass wir diesen Krieg verloren haben? Ja, viel zu wenige Tree Stars, ne? Vor allem unten, da hätten man auf jeden Fall alle 3 Gegner hätten da 3 Sterne verdient oder hätten kriegen müssen, ne? Auch mein Gegenüber leider nur 2 Sterne 84. Von Nebotus auch 2 Sterne 88. Von David auch 2 Sterne 82. Das reicht nicht. Das ist einfach nicht gut. Das ist einfach viel zu wenig. Und natürlich unsere 7 hat auch nur 1 Stern gemacht. Ja. Von möglichen 3, ne? Von der Zerstörung her hätten wir genug gehabt. Bei einem Unentschieden hätten wir trotzdem gewonnen. Ja. Ja. Ich bin natürlich sauer drauf auf das Ergebnis. Nur 5 3 Sterne, das ist zu niedrig. Damit kannst du nicht gewinnen. Das Teil 1 nicht. Ja, logische Konsequenz, wir sind überholt worden. 3. Platz, aber es ist noch. Ist noch alles drin. Ist noch alles drin. Man weiß ja, vielleicht verliert der erste ja noch, ne? Ja, also auf jeden Fall, das wird jetzt ein Showmatch, weil die beiden jetzt gegeneinander spielen. Also der erste
gegen den zweiten. Ah, lassen die vier liegen. Also bekämpfen die sich beide mit haufenweise zwei Sterne. Sieht es gut aus für uns. Vor allem, ja, wir müssen auf jeden Fall gegen den Erstplatzierten noch ran im letzten Stint. Das stimmt. Deswegen ist ja, das jetzt geht wird der natürlich eine Aufgabe. Und wir haben es selber vermasselt. Wir haben so einen guten Vorteil und selber vermasselt. Wegen so einen Dreck gespielt haben. So. Haben die Leute einfach. Die Leute haben sich aber nicht gut konzentriert, ganz einfach. Ja, genau, Unkonzentriertheit. Was lernen wir daraus? Greift nicht um 2 Uhr morgens an, sondern eher, wenn man Zeit hat. Jetzt hier aber. Hier aber sollte es ja wohl machbar sein, viele 3 Sterne zu holen. Und das ist der Krieg. Ja, das ist der fünfte Krieg jetzt. Ja. Ich muss halt so eine Aufstellung nehmen. Muss ich. Wir haben 2 13er drin. Also ich will auf jeden Fall den zweiten Platz auf mindestens sicher machen. Ja, auf jeden Warum? Fall. Das müsste unser Ziel sein. Ja, 269. So. Wir haben auch einen leichten Rathausvorteil. Zu holen, wie es geht. Ja. Und dann sollte das gut enden, wenn zum Beispiel der erste Platz ein paar Sterne verliert und wir viel dreiern und gewinnen und der erste verliert, dann könnte es gut für uns aussehen, dass wir wieder auf Rang 1 kommen nach dem fünften Tag. Aber dafür brauchen wir konzentrierte Angriffe diesmal. Ja. Gucken wir noch einmal ganz kurz durch, was für eine Aufstellung die hatten. Okay. Die Gegner jetzt? Ja, ich habe nur geguckt, der erste Spieltag. Ach so. Da haben wir auch viel zu wenig geholt am ersten Spieltag. Also da hat doch leider ein Angriff gefehlt, ne? Ja, aber trotzdem, wie es dem auch sei. Jetzt müssen wir natürlich die Sterne, die uns gefehlt haben, aufholen. Ist nun mal so. Ja. Von dem Sinne präsentieren wir euch die Angriffe morgen. Es sind hoffentlich wieder ein paar mehr dabei. Wir haben ja dann nämlich im Mai sehr, sehr viele Feiertage, muss man ehrlich zugestehen. Freue mich schon drauf. Ja, bis demnächst. Also bis gleich. Hallo zusammen, ich melde mich mal diesmal alleine von euch aus dem letzten Kriegsspieltag, nämlich dem 5. Ein wahnsinnig guter Sieg, 37-32. Wir haben aber hier trotzdem viel zu viel liegen gelassen, ehe ich mich darüber erinnere, was manche Spieler einfach machen. In entscheidenden Situationen. Also Krieg 3, hebe ich jetzt mal davor, holen wir gegen einen stärkeren 43 und gegen einen schwächeren nur 37. Es wird natürlich jetzt eng. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie hat sich die Konkurrenz geschlagen. Und hier sehen wir Mortal Kombat, den haben wir ja gesiegt. Es ist also ein Vorsprung von 4 Sternen, die wir aufholen müssen. Problem ist, Mortal Kombat kriegt einen leichteren Gegner und dann FBI Iraq. Die haben gegen uns letzten Endes gewonnen. Deswegen sind auch diese Kriege im Zusammenhang sehr, sehr wichtig eigentlich, dass man da noch mal ein kleines Auge drauf wirft. Der wesentliche Angriff für die Niederlage war der von Andrew. Natürlich, letzten Endes ist das die Entscheidung gewesen, aber es hat jeder im Klankrieg die Verantwortung, der gewissermaßen einfach nicht gut gegenüber seinen Gegner gegriffen hat.
Und das war einfach nicht gut. Schleuder in den X-Bogen reingesetzt. Dann viel zu fahrlässig den Queen-Shot ausgespielt. Wenn du schon die Queen nicht am Leben hältst, dann brauchst du auch keinen Queen-Shot zu spielen. Absolut fatal, was hier reingespielt wurde. Keine Einsicht einer Strategie hier. Und das kann bestraft werden. Und das ist eben der eine Stern, der gefehlt hat. Krieg 5, das war etwas leichter. Da müssen wir auch gar nicht reingucken. Ich bin trotzdem ziemlich stocksauer auf Snake Ryan, der mal hier wieder was liegen gelassen hat. Naja, eigentlich das erste Mal Katzendieb, aber was liegen gelassen hat. Es ist nicht schön. Gerade wenn es im Aufstiegsrennen darum geht, in Meister einzuziehen, um nochmal eine etwas schwierige Liga zu betreten, dann darf dir diese Fehler nicht passieren. Das sind jetzt eben diese 4 Sterne insgesamt, die es ausgemacht hätte. Plus 10 durch den Sieg. Wir hätten immer noch den ersten Platz. Eins steht fest. Ein harter Gegner kommt mit diesem Clan noch an der Ecke. Und das wird garantiert kein Zuckerschlecken. So spielt Yannick zum Beispiel auf 16er mit der Taktik. Und er spielt sie mit Valkyren. Nicht Blerdman mit Hexen, eher mit Valkyren. Ihr könnt es nicht vorstellen, aber was mich besonders, was Klankriegsligen fasziniert, ist natürlich die Zeitverschiebung. Ich habe um 0 Uhr gestartet. Ein Krieg geht jetzt schon bis 1 Uhr und natürlich noch viel weitere Minuten darüber. Und Fehler ausgemerzt. Was extrem wichtig ist. Solche Armeen beinhalten, ihr müsst sowohl die Heiler am Leben lassen, als auch die Könige. Sollte der Gegner Singles haben, ist es nochmal ein bisschen schwieriger. Weil hier lebt gar nichts mehr, außer die Königin. Ich finde die Armee so trash. Warum spielt man sowas? Andrew, sag es mir. Und nicht zu vergessen, Clash Freak. Er kann es nämlich auch. Geht hier komplett in die Tesla-Farm rein. Interessant. Hat es auf jeden Fall gefunden. Level 1 Mauern hier vorhanden. Schön für die Mauerbrecher. Gegner mit E-Titanen drinne. Auch sehr, sehr gewagt. Haben hier also, glaube ich, eher den Superbogenschützen Zeppelin verhindert. Gibt aber nicht allzu viele, die sie überhaupt spielen, die Taktik. Heiler weggestorben. Ganz unglücklich die Königin verloren. Jetzt muss er die Power der Hybriden nur noch auf das Dock zurückbringen. Und dann hat er das geschafft. An der Stelle möchte ich aber noch mal ganz kurz appellieren an euch. Ihr könnt gerne ebenfalls Teil der Videos werden. Ganz einfach. Tretet Astralkraft bei.
Die Spannung könnte also nicht größer werden. Es wird sich natürlich in den letzten Kriegen darum drehen, wer bewahrt die bessere Konzentration, wer bleibt cool, wer bleibt locker. Ich sehe auf jeden Fall unsere Chance, aber wir müssen sie nutzen. Gegen FBI Iraq glücklich verloren. Und deswegen heißt es, im entscheidenden Krieg gegen den Tabellenführer die Ruhe zu bewahren. Ein weiterer Tag ist angetreten und wie wir sehen können, haben wir den 6. auch knapp, aber leider verloren. Und ich bin daran schuld. Ich habe die Zeit vergessen und deswegen meinen Angriff nicht genutzt. No! Aber letzten Endes kann ich auch sagen, hier wurden viele Sterne liegen gelassen. Viel zu viel. Also gehen wir mal in den letzten Krieg, bevor wir uns die Angriffe aus dem 6. anschauen, wie die Ausgangssituation ist. To Kipko hat eigentlich nur 10 Sterne Vorsprung gehabt. Das bedeutet, wenn wir den Klankrieg gewinnen, egal wie, egal mit einem Stern oder 2 Sterne, wir kriegen pro Sieg 10 Sterne dazu auf den Counter. Wir würden sie überholen. Und egal, ob es prozentig nicht dann einen Unterschied gemacht hätte, wir sind pro Prozenten klar die Besten, kommen hier auf fast über 90%. Also nach diesem letzten Tag haben wir 92% erreicht. Top-Wert. Es ist jetzt, kann ich es schon sagen, die beste Klankriegsliga, die wir jemals gespielt haben. Wir brauchen nur zu gewinnen und haben den 2. Platz. FBI Arek und Bear Kitty kommen gar nicht hinterher. Einzig alleine Mortal muss einfach nur dafür zusehen, dass sie gegen den Clan FBI Iraq gewinnen und dann haben sie den verdienten Aufstieg. Schauen wir uns doch mal ein paar geile Angriffe an. Queenshot Hybrid, immer noch eine Armee, die respektiert wird. Queen Charge Hybrid nach wie vor richtig stark, besonders auf den unteren Rathausstufen. Das merkt man. Queen Charge von oben angesetzt. Jetzt muss er nur noch gucken, dass er hier das auf den Schirm hat. Wisst ihr aber auch, was kurios ist? Wir haben die CWL um 0 gestartet und endet mittlerweile um 2 Uhr nachts. Ich überlege, ob wir heute Abend schon eine CWL-Party machen, eine Recap-Party, oder ob wir das verschieben sollen. Aber ich glaube, wir werden so oder so durch das Wochenende sehr, sehr lange online bleiben. Zünd deine Queen, sonst geht die Fähigkeit noch mit drauf. Das war ultra knapp. Okay, jetzt war den Unsichtbarkeitszauber früher geworfen. Hättest du vielleicht noch die Fähigkeit länger gehabt. Die Heiler ist ja, sind ja Outrange. So. König, wo ist der Hybrid? Der ist hier oben. Okay, auch gut. Entweder von hier unten oder von oben. Gut gefunnelt. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aus. Gute Vorbereitung auf den Hybrid. Warden Ability. Hier ist im Zentrum sehr viel Schaden. Die X-Bogen. Nein, nicht die X-Bogen. Die Testeln sind drauf. Ziemlich gut.
hat man auch hier gesehen, dass man hier viel, viel Value ziehen kann. Das war richtig, richtig stark mal wieder von Clash Freak. Zeigt, dass Hybrid einer der stärksten Taktiken ist, ohne mir zu zeigen, dass Hybrid einer der stärksten Taktiken ist. Podcast hat diesen Gegner hier gehabt. Auch interessantes Base-Design, muss ich sagen. Sowas sehe ich auch eher sehr, sehr selten. Warden Walk gemacht. Okay, das ist auch sehr interessant, weil es der Warden hier rauskriegen könnte. Da braucht er ein bisschen mehr Zeit. Warte, hier oben eine Lücke gewesen. Kann gut möglich sein, ja. Flammenschleuder wird hier allerdings getroffen. Und der schießt auch nochmal drauf, der Minenwerfer. Also, der Warden, der geht jetzt hier ran. Bleibt aber out range. Wird schon mal aufgebrochen. Muss jetzt gefunnelt werden. Ja, so kann man es auch machen, aber die Babydrachen sollte man nicht zusammentun, weil man sonst die Fähigkeit verliert. Die Klappe. Die wechseln sich aber richtig gut ab. So, dann ab mit den Titanen, mein Lieber. Warden Ability gezündet, da hast du nicht aufgepasst. Da hast du nicht aufgepasst. Jetzt rennt das Dorf Nidra. Sehr, sehr schöner Jumpspell. Kommst in allen vier Compartments rein. Königin bleibt alive. Auch wichtig. Natürlich ist beim Rathaus sehr viel. Das ganze Base-Design ist darauf ausgelegt, ja, ich teaser dich einmal mal. Das ist eine Teaser-Base. Aber Teaser-Basen setzen sich einfach in der letzten Zeit echt wenig durch. Weil außenstehend sehr wenig Schaden ist, nur der Hauptschaden am Rathaus. Und das ist das, was die meisten Leute falsch machen. Die gehen, wenn sie eine Teaser-Bars haben, also eine Base mit Rathaus außenstehend, direkt von der Rathausseite mit allen ihren Truppen rein. Und das ist das, was der Verteidiger will. Darauf kommt es nämlich am Ende an. Wo steht das Rathaus? Was denkt ihr, hat der Gegner gegen euch vorbereitet? Und das hat Podcast eben gut gesehen. Werden wir natürlich jetzt hier mit den Wurzelkriegerinnen, was sonst? Tier 0 Truppe. Immer noch sehr durchwachsen. Zumindest ich kriege es nicht hin, konstant mit der Truppe zu dreiern. Weiß nicht. Ich nutze gefühlt dasselbe Setup. Doch meine Angriffe laufen, egal ob das Dorf gleich ist oder nicht, anders. Ja, Tornado voll unglücklich, zieht alles dahin. Was ich gemerkt habe bei Blattman,
setzt er nicht darauf den Wert, die Truppen zusammenzuhalten, sondern dass die Truppen vermehrt ihre eigenen Ziele legen. Und dann am Ende die Helden übrig bleiben, die das Ganze dann noch beenden. Ja, aber trotzdem komisch. Bauhütte hier noch am Leben. Die Statistik ist natürlich sehr erniedrigend. 5 Angriffe mit 3 Sternen, der Rest auf 2 und ein einziger One-Star darf auch hier wieder nicht passieren. Wem hat's dieses Mal getroffen? Muss ich mal ganz kurz gucken. Wo war's? Yannick, ui, was ist da denn schiefgelaufen? Das kennt man von ihm nicht. Wulzekriegerinnen. Gut, Teaser Base. Oben schon stark. Okay. Naja, die Kaserne, das weiß ich nicht, ob das jetzt hier Sinn macht. Ganz, ganz breit gezogen, mein Lieber. Ganz, ganz breit gezogen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt der Way to go ist. Was haben wir hier drauf? So, 18,23, auch gut. Auch richtig gut. Gladiatoren mit Max-Fähigkeiten. Überwucherung von hier unten. Gut, aber dann frage ich, warum hast du die Kaserne hier unten reingespielt? Das ging ja überhaupt nichts da. Sind deine Truppen viel zu weit, viel zu schnell weggestorben? Deine Protection kam nicht hinterher. Sowas kann trippeln. Gar keine Frage. Ist ja am Ende auch ein starker Angriff hier gewesen. Weil es eben Wurzelkriegerinnen sind. Die sind halt komplett OP. Weiß nicht, wann Supercell merkt, dass diese Truppe Credida spielt und mal dringend gebalanced werden müsste. Wenn man mit der Überwucherung einen großen Teil lahmlegt, dann geht das alles hier durch das Zentrum durch. Das Problem ist dann natürlich auch, das müsst ihr wissen, dann gehen die Truppen auf einer Linie, teilen sich dann auf. Eine geht nach oben, eine nach unten. Ich hätte im Pier vielleicht einen ganz anderen Ansatz reingestellt, aber trotzdem, das ist schon schwierig. Rater 16 ist gerade nicht so einfach, wie man denkt. Einmal geschaut auf den Zwischenstand. Astralkraft gegen Tokato. Können wir auf jeden Fall sehen, wir wollen nochmal. Aber auch hier laufen wieder so nicht so viele Sterne. Also insgesamt kann ich sagen, wir haben stark begonnen, aber sehr, sehr stark nachgelassen. Die Gegner tun dies aber uns gleich, haben hier Probleme, unsere Dörfer zu legen. Kyubi 88, Fabio 91, Rodi 96. Alles ganz, ganz eng. Aber gut, dass die Gegner uns nicht legen. Somit müssen wir uns nur noch zusammenreißen und dann den Sieg holen.
Ich bin mit euch natürlich ans Ende. Und da haben wir vielleicht auch noch die stimmlosen Stimmen mit dazu. Wir stehen am Ende des letzten Tages. Ja. Es ist ja eigentlich rein, wenn man das Ganze mathematisch berechnet, folgende Situation. Wir müssen nur diesen Klangkrieg gewinnen und steigen als und werden Zweiter in der Gruppe. Warum? Ich erkläre es dir. FBI Irek hat den Clankrieg bereits verloren gegen Mortal Kombat, weil alle beide Clans 15 Angriffe gespielt haben. Das heißt, wir müssen gewinnen, bekommen die 10 Sterne oben drauf. Da wir ein negativ, weil wir negativ 10 Sterne weniger haben als der Drittplatzierte, müssen wir einfach nur gewinnen. Wir haben prozenttechnisch besser. Wir bekommen die 10 Sterne sowieso. Und selbst wenn es ein Gleichstand ist, überholen wir die den Gegner. Hey, in aber Krieg ich habe das Günther geschrieben, der meinte nee zu mir. Ja, weil Günther nicht überlegt hat. Du musst überlegen. Du musst überlegen, mein Lieber. Ich wusste, dass wir 10 Sterne kriegen, weil du hast das einmal gesagt. Aber ich habe geschrieben, dachte, man bekommt immer 10 Sterne, wenn man gegen den Gegner gewinnt. Nee. Ja, kriegt man auch. Aber er sagt nein, Günther. Ja, dann kennt er das System nicht. Aber letzten Endes ist es so, immer 10 Sterne. Das heißt, wir müssen, weißt du, was wir jetzt machen müssen? Wir müssen gottverdammt die Daumen drücken, dass die Gegner den Klangkrieg nicht gewinnen. Wir müssen die Daumen drücken, dass unsere 33 Sterne, die wir geholt haben, reichen. Das ist das. Weil, damit die nicht mehr angreifen, weil wenn die angreifen, dann sind wir im Arsch. 7. Ja, nicht unbedingt. Die dürfen halt nicht wirklich 3 Sterne holen. Ja. Ja, aber ich meine, so schlecht wie wir diesmal angegriffen haben. Ja, das ist. Es ist scheiße. Sag ich auch. Es ist wirklich, 1, wirklich 3, scheiße. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Leute haben keine 3 Sterne gemacht. Ja, oder warte, 1, 2, 3, 4. Oh, ich habe falsche Krieg geguckt. Ja, unten auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 11 Leute haben keine 3 Sterne geholt. Ja, das ist erschreckend. Ja, das ist sehr erschreckend. Das ist kein Kristall 1, wenn du mit so einem Ergebnis rausgehst. Ja, aber wir sind weiter. Wenn wir gewinnen. Wir gewinnen das. So, Günther aus der Alm, der will die Boni-Aufteilung wissen. Du schreibst nichts im Chat, okay? Das, was ich jetzt mit. Das ist, was, dass ich, was das, was ich mit dir jetzt bespreche, das bleibt unter uns, okay? Okay. Du entscheidest, wer den Bonus kriegt. Ich entscheide, wer den Bonus kriegt. Mhm. Ich würde es dann ganz einfach machen. Die ersten 5 und fertig. Okay. Das Spenden nicht so schwer gewesen. Worauf blättert man den Bonus überhaupt, weil er ist Max 16er? Das weiß ich ja nicht, deswegen meinte ich die ersten 5. Aber naja. Du bist auch auf dem 6. Platz, ne? Das
Dann würdest du auch keinen Bonus kriegen. Und ich will sowieso keinen Bonus. Das Ding kriegen, ist, ich das Ding ist, sag mal Folgendes. Es soll es vom Bonus ausgeschlossen. Nehmen wir mal die Ratto 16er. Aber ansonsten hast du die freie Wahl. Du entscheidest, wer es am notwendigsten hat, wer es am meisten verdient hat. Aber das verrätst du bitte nicht. Weil sonst sage ich dir rote Karte und ich verteile. Aber die ganzen unten kann ich ja eh nicht geben. Ja. Ob das weiß ich. Oder nicht. Und du bist Rathaus 16. Günther aus Leim ist gerade so Rathaus 16, aber der verdient das sowieso. Der hat ja, guck mal, der hat ja hier, Alter, der hat ja genug Sterne gemacht. Was gleich? Ja doch, dann 1, 3... Also sag mal so, Rathaus 14, Rathaus 15, die solltest du am besten belohnen, wenn es nach mir ginge. Ja, würde ich auch sagen. Und da würde ich dann von oben anfangen. Das Ding ist, Günther ist gerade Rathaus 16 gegangen. Ob der ist ja kein Rathaus. Das steht ja nicht halt drauf. Ja, das Ding ist, der ist so, so krass süchtig. Der macht das innerhalb von 1-2 Monaten Max. Ja, deswegen ja. Gut. Ich mach mir jetzt hier eine Liste. So, keine Rathaus 16er können keinen Bonus kriegen. Warum das denn nicht? Ja, wir müssen überlegen. Ein 16er hat es bis zu Max-Out deutlich weniger als 15 und 14er. Wir wollen ja auf Zukunft, dass viele, viele Leute 16er werden. Ja, dann würde ich sagen Clash Freak, der ist, glaube ich, 14, ne? Ja. Ich weiß nur nicht, wie lange die im Clan hier sind. Max und Niklas. GFA. Auch. Der hat auch vernünftig angegriffen, denke ich mal, einigermaßen. Du solltest dir eventuell auch den Bonus geben, ne? Aber du hast nicht gut angegriffen. Ich will den Bonus nicht, weil ich scheiße war. Ja, du warst extrem, extrem scheiße. Ja, also, du warst die größte Enttäuschung, wenn ich mal so sagen kann. Ich bin der Letzte, den ich mir den Bonus selber einstecken will. Das ist nicht fair. Wie kann man als 14er einen 13er nicht legen? Wie ist das nur möglich? Naja, in diesem Krieg ist es ausgenommen, aber im letzten zum Beispiel. Ohne mich! Ihr hättet mich nicht mal gebraucht! Was denn? Ihr hättet mich nicht mal gebraucht im letzten Clankrieg. Ihr hättet einfach nur trippeln müssen. Im letzten? Ja, Ja. Du hättest trotzdem angreifen müssen. Ja, das war mein Fehler. Ich habe mich dafür entschuldigt. Entschuldigung! Ich wollte eigentlich noch treiben. Alter, ich bin. Aber der zweite Platz kann immer noch safe gemacht werden. Das ist immer noch gut. Zwar spielen wir sehr high auf Risk. Aber, ja. Im letzten Krieg haben wir echt nicht gut gespielt. Aber meine Bases haben, finde ich, gut gehalten. Ich guck mal jetzt mal kurz nach. Weißt du noch, wir haben die zusammen gemacht. Das war die von... Oh mein Gott, meine Basis wurde im letzten gelegt. Das habe ich gar nicht gelegt. Nein. Nicht von irgendeinen... Der mit Wurzelkrieger, ja, das ist klar. Das ist klar. Mit Wurzelkrieger, ne? Attacke. Ja. Attacke. Die Truppe, die man benutzt zum Cheaten für 3 Sterne. Bei dir funktioniert die aber nicht, ne, Kollege? Ja, ich weiß nicht. Das ist ja das Ding. Das ist wie Spielothek. Wie deine Slotmaschinen in deiner Dönerbude mit der Truppe. Guck mal, keine einzige Wurzelkrieger haben bis Ende überlebt. Einzig allein die Queen und deswegen sind es 3 geworden. Ohne Queen wäre das keine 3. Meine Base kann dagegen verteidigen, aber
Bei einer 95er Queen, die sich durchheilt. Boah, wie ich diese Truppe... Ich hasse diese Truppe, ehrlich gesagt. Mir geht sie so auf den Piss. Hoffe, dass Supercell mal die Truppe hardcore nervt. Gerade jetzt noch habe ich ein Rad aus 14er gelegt. Weißt du, was ich meine mit 3 Sternen? Und im Krieg schaffe ich nicht mal ein Rad aus 13er zu legen. So ein Missplage. Ja. Ja, ich weiß. I'm definitely Enttäuschung. Ja, das war eine Enttäuschung. Ich habe noch am Ende noch mal 3 Sterne gemacht. Wir haben 88%. 33, 88. Das müssen wir jetzt wegstecken. Und bislang läuft es eigentlich gut. Die Gegner dürfen halt keine 2-3er machen oder mehr. Wo können die überhaupt noch angreifen? Ja, deine Base. Ist 14, 10. Ja, meine Base. Oh. Ich werde verteidigen müssen. Meine Base ist das Gegner, ist ein Monster. Ein Bollwerk. Es muss stehen. Alter, ey, die müssen aber nur noch 2x Dreier, ne? Dann hätten die es zurückgeschafft. 2 Dreier reicht und 2 Zweier. Und das ist machbar. Mhm. Da unten ist GFA. Der obere kann auf sicher gehen. Von oben nach unten greifen die einfach ein bisschen an. Ne? Ja, aber von oben auf das untere. Oh, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja, wenn jetzt einer dein Rathaus, der müsste ja nur deinem Rathaus 2 Sterne verpassen. Aber ich hab's. Wobei, ich hab ja es. Ach. Ja, doch, das wird schon. Das Rathaus kenne ich ja. Hm. Oder die Rechnung. Ja, noch 1:20. Ja. Einfach Daumen drücken. Gut. Gut. Seid ihr bereit, das Endresultat des letzten Krieges zu sehen? Ich auch, also. Hier haben wir's. Die 33 haben ausgereicht. Die Gegner greifen nicht an. Die Gegner haben nicht angegriffen. Wir sind Zweiter und haben insgesamt 300 Sterne gemacht. Das ist eine Punktlandung, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber jetzt lasst uns doch mal überlegen. Wir haben 2 nicht so überragende Kriege gespielt, wo wir leider mit 1 Stern verloren haben. Mal angenommen, wir hätten es geschafft, 1 oder 2 Sterne zu holen, hätten wir mindestens 24 obendrauf, hätte das doch noch nicht erreicht. Das heißt, im Vergleich zu Mortal Kombat haben wir wirklich sehr, sehr viel liegen gelassen. Und das gilt es im nächsten Krieg rauszuholen. Aber was ich sagen kann fürs Erste ist, Platz 2 ist sicher. Und aus diesem Grund gilt besonders den Dank an alle diejenigen, die in der CWL teilgenommen haben. Danke an Blattman, an Clash Freak, an Günther, Max, Niklas, an Stick and Ryan. Ich bin auf die 7 gekommen, musste allerdings einen Angriff, sagen wir mal, entschuldigen. GFA, Fabio, Yannick, Andrew, Rodi und QB, sowie Podcast, Katzendieb und TJ, sowie Alex, Nico und SF. Einige davon mehr oder weniger teilgenommen. Es liegt natürlich der Verantwortung, dass wir der gleichen Aufstellung gerecht werden. Hätte ich eine andere Aufstellung genommen, wäre diese Platzierung hier nicht zustande gekommen. Und ja, wir hatten im entscheidenden Krieg Glück gehabt. Richtig Glück gehabt, dass die 33% ausgereicht haben.
Ich wäre mir auf jeden Fall sehr sicher gewesen, das Ganze hätte nicht ausgereicht. Von da an Glückwunsch, es ist unsere beste CWL. Der Zweitplatzierte steigt nicht auf, was schade ist. Deswegen halten wir ein weiteres Mal Kristallliga 1. Bin glücklich über dieses Ergebnis. Ein Aufstieg wäre zwar noch schöner, aber ich weiß, was uns im Meister erwarten würde. Und mit dem Line-Up ist es nur besser. Wir dürfen weiter in Kristallliga 1 spielen. Schade, dass gerade kein anderer online ist, den ich hier erwischen würde. Aber dennoch bedanke ich mich natürlich für eure Aufmerksamkeit, dieses Video gewidmet habt. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, wie eure Endplatzierung gewesen ist, ohne Clanwerbung zu machen. Ganz wichtig. Und natürlich, falls ihr Interesse habt, mache ich nochmal einen Aufruf. Checkt die Clanbeschreibung aus, um selber mal in unserem Clan eine CWL mitspielen zu können. Wir freuen uns auf euch. Ja, ansonsten alles gesagt. Abo dalassen, Daumen hoch geben, kommentieren. Ich bin an der Stelle dann mal raus. Bevor das soweit ist, gebe ich noch mit euch einmal den Bonus durch. Daher, weil Roti selber gesagt hat, er geht früh raus, soll ich die Bonis verteilen. Er hat mir aber eine Liste zukommen lassen. Wir warten immer noch. So, dann soll es auch soweit sein, dass wir hier das Ganze abverteilen können. Gut. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal.